Was sind deine Projekte 2022? An welchen Aufgaben stehst du? Jeder von uns hat welche. 2022, da sind besondere Vorhaben, da sind entscheidende Weichenstellungen im Leben, da sind die ganz routinemäßigen Aufgaben. Aber egal wie groß deine Projekte oder wie klein sie auch für dieses Jahr sein mögen, es gibt ganz besondere Projekte, riesengroße Projekte. Und stell dir vor, du dürftest dir eins von den folgenden aussuchen und einfach mal dort Mitarbeiter sein. Wo wäre dein Platz? Da haben wir zum einen ein großes Bauwerk, das höchste Gebäude aus der Antike, aber auch aus der Moderne. Der Turmbau zu Babel. Ich hätte jetzt auch die Pyramiden nehmen können, aber der Turmbau zu Babel ist ja so ein bisschen sprichwörtlich geworden und ein enormer Turm, den die Menschen gemacht haben, der eine enorme Auswirkung hatte dann auch auf die Geschichte, wo Menschen zerstreut wurden über die Welt und auch die Sprachenverwirrung herbeigekommen ist. Und ein großes Gebäude in der Vergangenheit, wo viele Menschen involviert waren, den zu bauen, ein großes Gebäude in der Moderne. Das höchste Gebäude der heutigen Zeit ist der Burj Khalifa. Er steht in Dubai, 2010 eröffnet. Er misst ca. 830 Meter. Und der Burj Khalifa ist ca. 2,5 Mal so hoch wie der Eiffelturm in Paris. Die Arbeiter, die dort gearbeitet haben, haben rund um die Uhr gearbeitet. 2400 Mitarbeiter pro Schicht. Und man hat 180.000 Kubikmeter Beton dafür verbaut. Oder wäre da ein anderes Projekt, was dich vielleicht interessieren würde? Nehmen wir einmal nicht unbedingt das höchste Gebäude, aber das größte Gebäude. Oder ein enorm großes Gebäude aus der Antike, wie zum Beispiel dieses hier, das ist der Herodiadische Tempel. Ein Prachtexemplar, was für viele Juden damals und auch sonstigen Touristen eine enorme Attraktion gewesen ist, den zu besichtigen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Schönheit. Und den Herodes hat ausbauen lassen als ein herrliches Monument. Oder ist da nicht ein modernes Beispiel, was noch größer ist, was als das größte Gebäude der heutigen Zeit gilt? Das ist in China zu finden, in Chengdu, und zwar das New Century Global Center. Es ist nur 100 Meter hoch, aber es hat eine Grundfläche von 200.000 Quadratmeter. Und das ist insofern enorm, weil man muss sich vorstellen, dass 1,76 Millionen Quadratmeter Nutzfläche sind, also unterschiedliche Etagen und Tiefebenen, die dazukommen. Und die Oper von Sydney würde in dieses Gebäude 20 Mal hineinpassen. Selbst das amerikanische Pentagon passt dort 3 Mal hinein. Und das größte europäische Gebäude, das ist der Parlamentspalast der rumänischen Hauptstadt Bukarest, würde auch 5 Mal dort hineinpassen. In 3 Jahren wurde dieses Gebäude errichtet und viele Mitarbeiter waren dort am Werk. Wäre das dein Projekt? Jetzt haben wir 2 unterschiedliche Bereiche gesehen. Ich möchte noch ein drittes nennen. Und das sind jetzt nicht einfach äußerliche Gebäude nur. Das ist ein ganzes Reich. Eins der größten Reiche der Antike ist das Babylonische Reich. Babylon als Stadt war bekannt als dick befestigte Festung, als große Stadt, die 30 Meter breite Maueranlagen hatte. Man sagte, dass das so ungefähr einer 6-spurigen Autobahn heute entsprechen würde. Und diese große Stadt gehörte zu einem Riesenreich, dem Babylonischen Reich, das bekannt war. Man kann das im Buch Daniel zum Beispiel nachlesen, als das mächtige, eins der mächtigsten Reiche der Antike. Und zum heutigen Tag gibt es das nicht mehr. Das moderne, größte Reich, was wir heute nennen würden, wäre das British Empire. Das British Empire, das Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts seine Blüte erfahren hat, hat eine Ausdehnung von 35,5 Millionen Quadratkilometer gehabt. Aber auch hier, so schnell gekommen, ist es auch wieder zerronnen. Bei welchen dieser Reiche, Bauten, Projekte wärst du gerne Mitarbeiter?
egal was du jetzt auch vielleicht für dich wählst oder ob auch nichts davon dabei ist, sämtliche Bauprojekte, von denen ich jetzt schon gesprochen habe in der Vergangenheit oder teilweise sogar auch noch in der Gegenwart, haben eine ernüchternde Gemeinsamkeit. Die genannten Reiche wurden oder werden irgendwann einmal abgelöst. Alle Bauten sind bereits zu Staub geworden oder werden es in absehbarer Zukunft irgendwann einmal werden. Es gibt da ein physikalisches Gesetz der Entropie, das die menschliche Anstrengung nicht aushebeln kann. So sehr sich der Mensch auch in Instandhaltung hinein investiert. Die Entropie nimmt immer zu, sagt die Physik. Das heißt, der Zerfall bzw. die Unordnung wird von sich aus größer. Und mein Kleiderschrank ist dafür eine stetige Erinnerung für mich. Jedes Bauprojekt, egal wie groß, wie teuer und wie viele Menschen daran gearbeitet haben, wird irgendwann mal wieder zu Staub werden. Ein anderes Projekt wird dann darauf gesetzt. Babylon ist übrigens eine interessante Erinnerung daran. Man hat Babylon ausgegraben oder nach Babylon gegraben und gemerkt, dass immer wieder eine neue Schicht heraufgekommen ist und nochmal eine neue Schicht draufgebaut wurde, nachdem die Stadt zerstört wurde. Einer kommt, der andere geht. Das haben so manche Schlauköpfe dann auch bemerkt. Und deshalb haben sie gesagt, ja, wir können uns vielleicht Monumente bauen, vielleicht schöne Häuser, schöne Anlagen, wird sowieso alles vergehen. Aber nehmen wir doch einfach Straßen und benennen sie nach unserem Namen. Und verewigen wir uns quasi dadurch. Aber wie vergänglich auch das ist, sieht man anhand einer aktuellen Studie aus Berlin, die den Ruf nach Umbenennung von bestimmten Straßennamen laut werden lässt, nämlich aus der linken Szene, die das fordern, dass man die Namen der Straßen umbenennen soll. Ohne das jetzt näher darzulegen und zu diskutieren, zeigt das an dieser Stelle auch schon einmal mehr diese Vergänglichkeit, auch von Namen und von Verherrlichungen. Aber wo Projekte, Gebäude und Namen stehen und im nächsten Moment vergehen, müssen wir heute Abend einen besonderen Blick auf das größte und wichtigste Projekt aller Zeiten werfen. Es gibt da nämlich ein Bauprojekt, das nicht von dieser Welt, aber doch in dieser Welt ist, das nie zu Staub werden wird und das sich größter Internationalität rühmen darf, ja, sogar das Ewigkeitswert hat. Woran bereits Millionen, ja Milliarden von Menschen gearbeitet haben und es immer noch eine Unmenge an freie Plätze gibt. Das gewaltigste Projekt, von dem ich hier spreche, ist das Reich Gottes. Es ist nichts anderes als ein Bau von Gott, ein Haus, eine Stadt, ja ein Reich, das in seiner Größe und Herrlichkeit unvergänglich ist. Aber halt, es ist kein Haus, keine Stadt, kein Reich, so wie wir es im Begriff erkennen. Es hat keine vergänglichen steinernen Mauern oder vergängliche Namen. Wir finden die Beschreibung dieses Reiches in dem wichtigsten Buch der Bibel. Wie notwendig und wichtig dieses Buch für diese Baubeschreibung ist, sagt einmal John Wesley, ein Mann, der die Welt des 18. Jahrhunderts verändert hat wie kein anderer durch seine Predigten. Und er sagte einmal in seinen Worten: Ich bin das Geschöpf eines Tages, das durch das Leben schießt wie ein Pfeil durch die Luft. Damit vergleicht er sein vergängliches Leben mit einer Eintagsfliege, die geboren wird und im nächsten Tag angesichts der Ewigkeit schon wieder sterben muss. Ich bin ein Geist, sagt er, der von Gott kommt und wieder zu ihm zurückkehrt. Über den großen Abgrund schwebend, noch ein paar Monate und ich werde nicht mehr gesehen. Ich sinke in eine unveränderliche Ewigkeit. Nur eines begehre ich. Wenn Gott sich selbst herabgelassen hat, den Weg zu lehren und er hat es in einem Buch aufgeschrieben, dann gib mir dieses Buch. Koste es, was es wolle, nur gebt mir dieses Buch Gottes. Dieses Wort von John Wesley, dem Methodistenprediger, der auch als der Mann mit dem Buch bekannt war, weil er so viel mit der Bibel unterwegs war und gepredigt hat, drängt uns hin zur Baubeschreibung des Reiches Gottes. Die Bibel ist das Buch, wodurch Gott sich uns mitteilt, worin wir seinen Bauplan finden. Und die Akkuratheit dieser Bauanleitung finden wir in den folgenden Versen. Da wird uns zum Beispiel im Psalm 119 gesagt, Vers 89, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Und dann sagt Gott im Neuen Testament, über Gott wird gesagt im Neuen Testament, in Titus 1, Vers 2, dass Gott ein Gott ist, der nicht lügen kann. Ja, und wenn das so ist, dass wir in der Schrift Gottes offenbartes, ewiges Wort haben, von einem Gott, der nicht lügen kann,
dann ist das die akkuratste Bauanleitung für das Reich, das sogar bis in Ewigkeit hält. Gottes Wort ist ewig, Gottes Wort ist wahr und unfehlbar und genau dieses Buch beschreibt uns im göttlichen Bauplan das größte und herrlichste Bauprojekt, das es je gegeben hat und noch geben wird. Alle unsere Projekte und Vorhaben müssen sich im Letzten daran messen, wie sie zu diesem Werk Gottes stehen. Und so finden wir in Daniel Kapitel 2, Vers 44, wie gesagt wird, aber der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Hier ist die Beschreibung von Gottes Reich. Das Interessante dabei ist, als das verfasst wurde, war der Verfasser in Babylon gewesen. In genau der Stadt, die als die größte und herrlichste damals galt, mit den befestigsten Mauern und das dann doch vergehen musste. Und in Daniel Kapitel 7 bekommt der Prophet Daniel nochmal eine Ankündigung. Und es ist interessant, was wir hier beschrieben finden. Hier wird von dem Messias, Jesus Christus, gesprochen. Und es heißt, dass Daniel dieses Nachtgesicht sieht und sagt, wie da einer mit den Wolken kommt. Und er beschreibt den Messias, der als Sohn des Menschen beschrieben wird. Und wie er kommt und wie er das Reich empfängt. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Voilà, darf ich vorstellen, das Bauprojekt, das in Ewigkeit sein wird. Wovon das Alte Testament spricht, ist Gottes Reich hier und dass er mit all denen baut, die ihm angehören. Ja, Jesus auch nennt im Neuen Testament einmal, nimmt Bezug darauf und sagt, dass das Reich Gottes nicht einfach nur äußerlich ist, sondern innerlich. Er fordert die Menschen auf, sich nicht irgendwie in ihren vergänglichen Projekten und Bauten zu verherrlichen, sondern nach Gottes Reich zu trachten und nach ihm zu suchen und ja, hinein zu investieren. Und so heißt es in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dieses Reich besteht jetzt nicht aus Gebäuden, Kirchen, Domen, pompösen Konstruktionen mit Ornamenten. Gottes Reich besteht aus Menschen. Dabei hat Gott zum Bau seines Reiches den Menschen Aufgaben gegeben. Damit seine Gemeinde gebaut wird und genau um diese Gaben soll es heute gehen. Paulus beschreibt einmal Ziel, Sinn und Zweck der Aufgaben in dem sogenannten Epheserbrief. Epheser 4 und Vers 13 folgende. Da sagt er, wozu Gott seiner Gemeinde Gaben gegeben hat, um die Aufgaben zu erfüllen. Und zwar zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, damit er zur vollkommenen Mannesreife heranwächst. Wahrhaftig in der Liebe heranwachsend, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist Ziel, Sinn und Zweck der Gaben und Aufgaben, die Gott den Menschen gibt. Die Gemeinde Gottes besteht aus vielen Menschen. Sie ist eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Sie ist nicht eine alleine, wo man alleine in der Ecke für sich rumschmollt, sondern besteht aus vielen Menschen und heißt deshalb auch Gemeinde. Und da müssen wir zu Beginn allerdings einen wichtigen Mythos mal aus dem Weg räumen, nämlich, darf ich vorstellen, die eierlegende Wollmilchsau. Dieser Begriff wird für Personen verwendet, die scheinbar alles können. Diese eierlegende Wollmilchsau müssen wir an dieser Stelle einmal mit Verlaub erledigen, weil es sie schlichtweg nicht gibt. Es mag Menschen geben, die sind hochbegabt, haben viele Gaben. Sie haben wunderbare Gaben und Talente, aber es gibt keinen Menschen, der alle Gaben und damit meine ich Fähigkeiten hat und alles gleich gut kann. Mozart zum Beispiel wird als hervorragender Komponist geehrt, aber wenige wissen, dass er mit den Dingen des ganz normalen Alltags, wie zum Beispiel dem Geld, nicht richtig umgehen konnte. Albert Einstein ist die Personifikation des Genies schlechthin. Aber auch er hatte Stärken und Schwächen und so ging sein gesamter Nobelpreisverdienst an seine eben geschiedene Frau. Er war zwar ein Genie, hochbegabt, aber seltsamerweise konnte seine Relativitätstheorie seine Eheprobleme nicht relativieren. Sehen wir einmal weiter, was uns die Bibel zu den Gaben noch zu sagen hat. Wir stehen damit vor drei entscheidenden Fragen. Und wir fragen zum einen nach dem Geber, nach den Begabten und finally
nach den Gaben. So robben wir uns Stück für Stück voran und widmen uns jetzt dem Ersten. Schauen uns den Geber an. Wer ist der Geber? Weihnachten liegt ja gerade hinter uns. Und wenn es um Geschenke geht, dann besteht dabei ja, bei uns Menschen ein bisschen diese Gefahr, dass wir im Angesicht von den materiellen Gaben den eigentlichen Geber vergessen, nicht wahr? Von Wilhelm Busch, dem Pfarrer, wird es gesagt, dass er ja, einen Onkel hatte, an dessen Aussehen er sich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Warum? Jedes Mal, wenn der Onkel bei ihm zu Besuch war, brachte dieser stets große Tüten mit Geschenken mit, machte dem lieben Wilhelm eine Freude. Wilhelm Busch konnte sich gar nicht mehr an das Aussehen des Onkels erinnern, weil er stets nur die Tüten vor Augen gehabt hat, voller Geschenke. Vor lauter Gier nach Geschenken vergessen wir so schnell den Geber. Daher sehen wir uns zunächst einmal den Geber der Gaben an, Gott. Als Christen glauben wir an einen Gott. Dieser Gott besteht aus drei Personen, die vom Wesen her alle drei Gott sind. Es sind nicht drei Götter, es ist ein Gott in drei Personen. Und in der kirchlichen Geschichte hat man dafür den Begriff der Trinität eingeführt, der einen biblischen Sachverhalt kennzeichnet. Wer jetzt sagt, das ist doch nicht logisch, wie, das sind drei Personen und ein Gott und nicht drei Götter, das geht doch gar nicht. Wer so denkt, möge sich bewusst machen, dass der Gott der Bibel nicht logisch ist und in unseren Kopf hineinpasst. Wenn wir Gott in seinem Wesen, in seiner Ewigkeit, in seiner Allmacht mit unserem kleinen Köpfchen verstehen würden, dann wäre er lediglich eine Projektion unseres Gehirns, aber das ist er eben nicht. Wir fangen an, Gottes Wesen zu verstehen, indem wir verstehen, dass wir ihn nicht verstehen können. Und das ist ein erster wichtiger Schritt zur Erkenntnis Gottes. Und Gott hat sich offenbart in Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die Urchristenheit hat sich seit jeher das versucht, ein bisschen klar zu machen, um etwas besser diese Unverständlichkeit zu verstehen, dass der Vater nicht der Sohn und auch nicht der Heilige Geist ist, aber der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und so hat ein wichtiges Westminster-Bekenntnis einmal festgehalten. In der Einheit der Gottheit sind drei Personen von einem Wesen, einer Macht und Ewigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und nachfolgend haben wir jetzt eine Auflistung mit Bibelstellen zusammengetragen. Und anhand dieser Tabelle können wir die Eigenschaft, ein paar ausgewählte Eigenschaften Gottes sehen. Und anhand den Bibelstellen kann man nachschauen, dass diese Eigenschaften sowohl Gott dem Vater als auch dem Sohn als auch dem Heiligen Geist zugewiesen wird. Und eine davon möchten wir jetzt herausgreifen, nämlich die letzte. Wir sehen hier an dieser Stelle, dass Gott ewig ist, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er heilig, allwissend, ja, dass er derjenige ist, der im Letzten auch das Leben spendet, dass er die Gläubigen stärkt, dass er eine Person ist und im Letzten, dass er Gaben gibt. Und das wollen wir uns an dieser Stelle einmal anschauen, wenn wir uns den Geber der Gaben anschauen. In Jakobus 1, Vers 17, da wird uns der Vater vorgestellt, Gott der Vater. Und es heißt hier, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir finden in Epheser 4 eine Stelle, wo uns der Sohn Jesus Christus beschrieben wird. Und dort heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und dann haben wir noch 1. Korinther 12, Vers 11. Dort wird vom Heiligen Geist gesprochen. Und was heißt es hier? Dies alles aber, nämlich die Geistesgaben, wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und bei diesem letzten haben wir jetzt eine interessante Zusammenstellung, wenn wir uns das mal anschauen, was hier noch markiert ist. Die Gabe ist vom Vater erdacht, vom Sohn vollbracht und es wird uns durch den Heiligen Geist zu eigen gemacht. Das ist ein Zitat, was Wolfgang Nestvogel in seiner Predigtreihe auch mal verwendet hat, dass in diesem Akt der Erlösung sie vom Vater erdacht, vom Sohn vollbracht und dem Heiligen Geist zu eigen gemacht ist. Aber das bezieht sich auch auf die Gaben, die Gott uns gibt. Das ist auch ein trinitarischer Akt, wo Gott uns Menschen Gaben geben möchte und damit auch Aufgaben gibt. Wir sehen, der dreieinige Gott gibt uns Menschen Gaben. Wenn man die Bibel etwas näher studiert, merkt man, dass der Heilige Geist dann auch nochmal eine spezielle Aufgabe hat, die Christen auszurüsten. Und das heißt hier in 1. Korinther 12, Vers 11, dass der Heilige Geist austeilt, wie er will.
Hoppla. Der Heilige Geist gibt nicht die Gaben, wie wir Menschen meinen, dass wir sie verdienen. Der achtet nicht darauf, ob einer wenig oder mehr Geld hat, ob einer dick oder dünn ist. Nein, er teilt sie aus, wie er will. Wir nehmen jetzt einmal kurz den Heiligen Geist als den Geber der Gaben etwas näher unter die Fittiche und schauen uns das mal an, weil er es ist, der die Gaben wirkt. Und ich möchte an dieser Stelle auf ein Buch hinweisen, Der Heilige Geist von Benedikt Peters ist ein vorzügliches Buch, um einfach den Heiligen Geist in seinem Wesen wirken, besser zu verstehen. Und wir werden uns in unserer Jugendstunde auch zukünftig nochmal in einer Einheit mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Es gibt viele falsche Vorstellungen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraft, wie es die Zeugen Jehovas fälschlicherweise behaupten, oder ein Wind, den man nicht sehen kann, sondern er ist, wird zwar als Taube beschrieben, aber er wird als Person personifiziert. Er ist eine Person innerhalb der Gottheit. Und wir können Gottes Geist nicht sehen, aber wir können sehr wohl sein Wirken erkennen. Und so beschreibt uns Jesus einmal im Neuen Testament, indem er zu seinen Jüngern spricht und den Heiligen Geist charakterisiert. Er sagt, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, die Welt überführt von Sünde, von dem, was in Gottes Augen falsch ist, und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und das sind kritische Aufgaben vom Heiligen Geist, die er an uns Menschen auswirkt. Aber da haben wir noch diese konstruktiven Aufgaben des Heiligen Geistes, die wir im Neuen Testament im Galaterbrief finden, nämlich im Galater Kapitel 5, Vers 22. Und dort ist die Rede von den Früchten des Geistes, die er im Menschen wirkt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist wirkt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, das kann man schön studieren, hat aber im Neuen Testament nochmal eine besondere Rolle, weil er den Heiligen Geist, den gläubigen Christen gegeben wird und sie versiegelt, sie quasi ja, für Gott verschließt, für Gott zur Seite setzt und ausrüstet für ihren Dienst. Faktisch ist es ja so, dass die Menschen so unterschiedlich wie sie sind, ja, doch zusammengefügt werden, eben durch den Heiligen Geist. Und da haben wir eine interessante Stelle. Und bevor ich zu dieser Stelle komme, muss man sich das vorstellen, dass wir Menschen ja so unterschiedlich gemacht sind, so unterschiedliche Interesse teilweise auch haben. Aber wenn man zum Glauben an Jesus Christus findet, dann verbindet einen etwas. Und die Bibel sagt, dass das der Heilige Geist ist, der die Menschen zusammenfügt. Man muss sich vorstellen, das ist wie bei Sand. Mit trockenem Sand kann man überhaupt nichts anfangen. Man kann nichts mit bauen und formen, weil er auseinanderfällt. Das ist diesbezüglich nutzlose Substanz. Aber gibst du Wasser in den Sand, hat der Sand Bestand. Und man kann ihn formen, man kann aus ihm etwas bauen. Und genau diesen Sachverhalt beschreibt auch Paulus im übertragenen Sinne einmal an dieser Stelle in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Und er spricht hier von dem Geheimnis der Gemeinde Jesu. Er sagt, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn wir sind alle durch den einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Paulus sagt den Korinthern also, alle, die an Jesus Christus glauben, haben eine neue Identität bekommen und werden durch den Heiligen Geist miteinander verbunden und mit Gaben ausgestattet. Und Achtung, in diesem Vers geht es nicht darum, eine zweite Erfahrung nach der Bekehrung zu haben, sondern das beschreibt im letzten Dien Wiedergeburt, wenn ein Mensch von neuem geboren wird. Darauf gehen wir an anderer Stelle nochmal näher ein. Wir kommen jetzt von dem Geber, den wir uns angeschaut haben, zum nächsten Punkt, nämlich zu den Begabten. Wir gucken uns die Begabten an und wir haben, nachdem wir jetzt uns den Geber etwas näher angeschaut haben, jetzt noch etwas Wichtiges zu klären. Es gibt nämlich eine Schwierigkeit, ja, es gibt ein Problem. Denn so schön und so wichtig dieser Geber ist, der diese guten Gaben hat, so groß ist das Problem, dass die Begabten mit diesem Geber haben. Ich möchte das Problem, die Problematik einmal mit einem plastischen Bild veranschaulichen. Es gab mal einen Missionar, der hat Ureinwohner besucht und die Ureinwohner eines indianischen Volkes, wider Erwarten, kamen auf ihn zu mit einem herzlichen Empfang und servierten ihn ein nationales Begrüßungs-
Gericht, ein Begrüßungssnack. Gebratene Kakerlaken. Ich bin sicher, allein die Vorstellung regt unseren Appetit genauso wenig an wie den seinigen. Aber was war das Problem? Das indianische Fingerfood war für die Ureinwohner wohl eine Delikatesse, aber nicht für einen zivilisierten Mann. Ein zivilisierter Mensch isst einfach keine gebratene Kakerlaken. Richtig? Allein der Name bringt uns ja schon zum Schaudern. Und hier ist der Vergleich. Der klassische Bundesbürger, der klassische Erdenmensch, denkt, dass er mit seinen guten Taten und Gaben viel Gutes bewirken kann. Er arbeitet vielleicht im Gesundheitswesen, hilft kranken Menschen. Er hat ein Hobby, das selbstlos zu sein scheint und eine soziale Ader, die er erstrahlen lässt. Oder er tut ab und an etwas Außergewöhnliches, was unsere Gesellschaft als ehrenwert, als gut, als besonders sozial oder solidarisch rühmt. Das Problem ist allerdings dasselbe wie bei den Indianern. Wenn der Geber und die Begabten zusammenkommen, ist das, was wir meinen, dass es gut ist, auch gut vor Gott? Ist es auch angenehm vor Gott? Hat das, womit wir uns vor Gott rechtfertigen, wenn in uns der Gedanke einschleicht, dass wir nach dem Tod einmal vor dem lebendigen Gott stehen müssen und uns verantworten müssen, hat es dann Bestand, wenn Gott unser Leben prüft? Nicht irgendwie einen solidarischen, sondern einen soliden Grund, unser Leben? Naja, war doch nicht alles so schlecht gewesen im Leben. Wird doch schon etwas Gutes dabei gewesen sein, denkt sich so mancher, aber es ist bei Gott wie bei dem indianischen Fingerfood. Und hier kommt der Belegvers, den uns die Bibel im Alten Testament gibt, an keiner anderen Stelle als Jesaja. Und dort wird beschrieben, wie der Prophet sagt, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit, unsere guten Werke, unsere Gaben sind ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Die Diagnose, die uns dieser Bibelvers über deine und meine Gaben, unsere Talente, unsere Aufgaben eigentlich ausstellt, ist, dass das, was wir zu bieten haben, vor Gott wie die indianische Speise ist, die die Ureinwohner mit Hochachtung vielleicht sogar auch, mit gutem Willen den Besuch im Westen entgegengebracht haben. Es ist ungenießbar für Gott. Der große Reformator Luther hat einmal so eindrücklich in seinen dramatischen Worten es beschrieben, indem er nicht schmeichelnd sagte, über sich selbst auch, er sei eigentlich nur ein armer, stinkender Madensack. Da haben wir's. Die Schrift sagt, dass wir Menschen von Natur aus dieses sündige Aroma des Egoismus an uns tragen. Und insofern, aufgrund unserer rebellischen Egoismus, was in unserem Herzen wohnt, eigentlich gar nicht was zu Gott bringen können, eigentlich mit unseren Gaben gar nichts bei Gott anfangen können. Der Mensch möchte lieber gottlos sein als mit Gott. Und falls Gott bei uns irgendwo noch einen Platz finden sollte, dann bitte beim Beifahrerplatz, ja, nicht das Lenkrad ins Leben, das Leben in die Hand nehmen. Das wollen wir ganz selber in der Hand haben. Mit unseren Werken meinen wir dann, etwas vor Gott bringen zu können, uns einen Platz an der himmlischen Sonne erwirtschaften zu können. Aber die Bibel widerspricht diesem Gedanken und diesem Denken. Die Bibel sagt, dass wir mit unseren Werken nichts vor Gott zu bringen haben. Ja, die Bibel geht sogar weiter und sagt, wir können gar nichts machen, um überhaupt zu Gott zu kommen. Oder um nochmal etwas weiter zu gehen, wir müssen nichts tun, um in die Hölle zu gelangen. Weil wir mit unserem Leben, mit unserem ganz normalen Leben, dessen Antrieb unser eigenes Ego ist, auf dem besten Weg in die Hölle sind. Und an dieser Stelle muss ich dir noch etwas Wichtiges zeigen, bevor wir zu den Gaben kommen. Jesus hat einmal seinen Jüngern eine nüchterne Diagnose vor Augen gestellt. Ein eindrückliches Kompliment, wenn ich es mal so sagen darf. Er spricht mit ihnen als zu denjenigen, die ihn eigentlich am besten kennengelernt haben. 3 Jahre lang waren sie mit ihm unterwegs. Und dann holt er sie sich eines Tages mal zur Seite und spricht in Lukas 11, Vers 13 und sagt, ihr, die ihr böse seid. Moment, da war doch Petrus dabei, der heilige Petrus. Da war doch der Johannes dabei, der das Johannesevangelium aufgeschrieben hat. Und was sagt Jesus hier? Ihr, die ihr böse seid. Wenn er das schon zu den Jüngern sagen musste, wie sehr passt das über uns Menschen heute? Und auch zu allen Zeiten. Das heißt, kein Mensch kann mit
Gott im Letzten in Beziehung treten. Und da kommt ein Psalmist aus Psalm 5, Vers 5. Und er sagt, wer böse ist, darf bei Gott nicht wohnen, darf bei dir nicht wohnen, heißt es. Das heißt, kein Mensch kann mit Gott in Beziehung treten oder Gemeinschaft mit ihm haben, geschweige denn mit seinen Gaben ihn dienen oder in seinem Reich angestellt werden, weil er nicht zu Gott passt. Bevor ich erklären möchte, was geschehen muss, dass sich diese Diagnose über dein und meinem Leben ändert, muss ich sagen, egal ob du die Bibel liebst, ob du an sie glaubst oder ob du sie hast, ob du die Tatsache, ja, was die Bibel beschreibt, als Märchen vielleicht achtest, es ist egal, was du tust, ob du da vor allem fließt, was nach Bibel riecht. Gottes Wort sagt, dass wir immer noch ein Gewissen haben und dass wir es im Herzen von Gott bekommen haben, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es Wahrheit gibt, so sehr wir sie abstreiten. Und dass wir uns eines Tages mal vor Gott rechtfertigen müssen, das, was wir tun in unserem Leben. Und an dieser Stelle passt das Wort eines weisen Mannes, der sagte, da spricht er dieses Gewissen an, was in uns Menschen hineingegeben ist. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Und da gibt es jetzt nur einen einzigen Weg, wie wir diese Ruhe für unser Gewissen finden können. Wie wir diesen echten Frieden mit Gott bekommen können. Wie wir diese düster gezeichnete Diagnose über unserem Tun und Lassen ändern können. Das erklärt uns Paulus einmal im sogenannten Hohenlied der Erlösung. In Epheser Kapitel 1, Vers 5 bis 6, da spricht er über Jesus Christus und er besingt, was Jesus für uns getan hat, um uns angenehm vor Gott zu machen. Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich, selbst durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns angenehm gemacht hat, in dem Geliebten. Paulus sagt an dieser Stelle, dass es möglich ist, das Unmögliche möglich zu machen. Nämlich, dass wir Menschen in Gottes Augen angenehm sind, Geliebte Gottes sein können durch Jesus Christus. Das ist mal ein Ding. Wie geht das? Wie kann man angenehm vor Gott werden, sodass er sich über die Gaben freut? Bei meinen Eltern im Schwarzwald, im idyllischen Schwarzwald, da gibt es sehr viele Schafherden. Man kann manches an diesen Tieren lernen. So erzählt man sich von einem besonderen Ereignis, wie ein Prediger einst einen Freund besuchte, der Hirte war, und seine Schafe, die Schafe des Hirten, hatten kürzlich erst Lammzeit gehabt und viel Nachwuchs bekommen. Und als sie die Herde so betrachten und besichtigen, sahen sie ein Mutterschaf, das mit einem missgebildeten Lamm ruhig auf der Wiese graste. Dabei hatte das Lamm ein großes Fell auf sich liegen, das sichtlich nicht sein eigenes war. Was ist das? Fragt der Prediger. Die Erklärung des Hirten folgte. Dieses Lamm dort ist ein Waisenkind und es hat keine Mutter mehr. Die Mutter ist direkt danach gestorben durch einen Schlangenbiss, als sie das Lamm zur Welt gebracht hat. Das Lamm brauchte eine neue Mutter. Allerdings verstieß die Mutter das Lamm, sobald es sich ihm nahte, da es nicht den Familiengeruch hat. Da habe ich das Fell des verstorbenen Lammes dem Waisenkind übergezogen und damit war das Lamm für die Mutter angenehm gemacht worden. Und genau so muss das auch bei uns Menschen geschehen. Gottes Zorn ist über uns Menschen ausnahmslos verhängt, aufgrund unserer Sünde. Wenn wir und unsere Gaben vor dem lebendigen Gott angenehm werden wollen, dann brauchen wir ein anderes Aroma, das Aroma von Jesus Christus. Wir brauchen genauer gesagt ein neues Fell, eine neue Gerechtigkeit, ein neues Herz, ein reines Herz, das ohne Anstoß vor Gott ist. Und dieses bietet uns Jesus Christus an. Er, der ohne Sünde war, ist auf diese Erde gekommen, um uns angenehm vor dem Vater zu machen, wie es Paulus hier sagt. Was heißt das praktisch? Wie können wir angenehm in Gottes Augen werden? Indem wir Gottes Urteil über unserem Leben zustimmen. Das ist nicht angenehm, das zu hören, dass man böse von Natur aus ist, aber das ist Gottes Urteil über uns Menschen, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Gottes Urteil zustimmen, dass wir eigentlich die Ewigkeit in der Hölle verdient haben. Im Zweiten, deine ganze Hoffnung, dein ganzes Vertrauen auf, nicht auf die eigenen Taten, auf die Talente, auf die Gaben zu setzen, sondern auf Jesus Christus und Jesus allein. Drittens, dass wir unsere Sünde zu Gott bringen, Gebet bekennen, dass Jesus um Vergebung gebeten wird und dann sagt die Schrift, dass er treu und gerecht ist, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit.
Wenn du das in einem einfachen Gebet tust, dann bekommst du das, was das Wichtigste ist, bevor wir jetzt gleich über Gaben sprechen, nämlich die wichtigste Gabe. In Römer Kapitel 6, Vers 23, dort wird genau der Begriff verwendet, der sonst auch sich immer wieder bei den sogenannten Charisma, bei den besonderen Gaben, den Geistesgaben verwendet wird. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und alles Nachdenken über deine Talente und Gaben und Aufgaben macht keinen Sinn, wenn du nicht diese Gabe Gottes hast, das ewige Leben. Denn dies ist die Voraussetzung, dass das, was du tust, wirklich auch Ewigkeitswert hat und du entsprechend eine Platzanweisung im Reich Gottes hast. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zwischen Johann Sebastian Bach und zwischen Wolfgang Amadeus Mozart. Beide waren Genies gewesen im musikalischen Bereich. Aber der Unterschied, der entscheidende Unterschied bei beiden war gewesen, dass ersterer, nämlich Bach, seine Gabe bewusst zur Ehre Gottes eingesetzt hat, Mozart nicht. Wenn du diese Gnadengabe Gottes in Jesus Christus hast, dann sagt die Bibel, reinigt Gott unsere Herzen und wir werden angenehm gemacht vor ihm durch Jesus. Dann kann uns Gott recht gebrauchen. Und dann können unsere Gaben, die wir unserem Nächsten geben und wo wir ja, uns sonst auch irgendwie einsetzen, dann bekommen diese eben Ewigkeitswert. Und deshalb müssen wir uns jetzt dem Letzten zuwenden, nachdem wir gesehen haben, die Gaben bzw. der Geber, die Begabten, kommen wir jetzt zu den Gaben. Mit Gabe meinen wir eine Begabung, eine Befähigung, ein Talent, inklusive die Bereitstellung von anvertrautem Gut, das jemand von Gott bekommen hat und mit seiner Bekehrung in den Dienst Gottes stellt. Wenn einer zum Glauben an Jesus findet, dann rüstet der Heilige Geist ihn aus und ja, gibt ihm sozusagen einen neuen Sinn, seine Gaben einzusetzen. Und das ist egal, ob man Gaben hat, die sehr besonders sichtbar sind oder eher verborgen sind. Im Alten Testament gibt es ein schönes Bild, das das anschaulich beschreibt, ein Beispiel. In 2. Mose Kapitel 36, Vers 1 folgende, da wird der Bau der Stiftshütte beschrieben. Stiftshütte ist ein Ort, wo Menschen Gott begegnen konnten im Alten Testament. Da hat Gott einen Ort ausgesucht, hat er anfertigen lassen, das ganze Material dafür, sodass die Menschen sich Gott nahen konnten. Und bei diesem Bau wird uns in 2. Mose 35 beschrieben, dass das Volk für diese Stiftshütte ganz viele Materialien brachten, ganz viele Gaben brachten. Und ganz wichtig, in diesem Kapitel 35 finden wir mindestens 9-mal explizit adressiert, dass sie das brachten, wie ihr Herz sie trieb. Und da haben wir schon mal einen wichtigen Aspekt. Echter Gottesdienst ist eine Herzensangelegenheit. Echte Arbeit im Reich Gottes ist eine Herzensangelegenheit. Es ist nicht einfach ein kalter Algorithmus, der abgearbeitet, durchberechnet werden muss, sondern es geht um mehr. Es geht um das Herz. Und darüber hinaus gab es auch besonders befähigte Menschen in der damaligen Zeit. Da waren zum einen die natürlichen, wo ich gleich noch was zu sage, die das, sag ich mal, das Übliche mit so beigetragen haben zu diesem Stiftshüttenbau. Aber wir hatten da auch Bezaleel und Oholiab. Das waren zwei Menschen, die ganz besonders von Gott ausgerüstet wurden, um kunstvoll an der Stiftshütte zu arbeiten. Kann man in 2. Mose 36 nachlesen. Sie waren begabt für den Dienst, hatten Gaben, die mehr sichtbar waren als andere. Was aber nicht bedeutete, dass sie weniger wichtig waren, die anderen Gaben, die nicht so sichtbar waren. Ich stelle mir so vor, wie die jüdischen Frauen kamen und Gaben wie ihr Goldschmuck gebracht haben und dann Verzierungen der Stiftshütte mit so beitrugen. Das konnten im Übrigen nur die Frauen, die vorher ihren Goldschmuck nicht bereits zur Herstellung des goldenen Kalbs zur Verfügung gestellt haben oder verschwendet haben. Diejenigen, die Zeit, Kraft und Gold in den Götzendienst des goldenen Kalbs investiert hatten, hatten jetzt weniger zu bringen und gingen leer aus. Da gab es Männer, die ihre Werkzeuge zur Verfügung stellten, Transportmittel zur Verfügung stellten oder dabei halfen, das besondere Material herbeizuschaffen. Andere dichten an Liedern zu Gottes Ehre oder sorgten für entsprechende Mahlzeiten, dass die Bauarbeiten weiter vorangehen konnten und sie nicht hungern mussten. Zwar gab es damals noch keinen Livestream, aber mit Sicherheit gab es damals auch schon so eine Art Technikteam, was in gewisser Weise zur Übertragung zu beigetragen hat, sodass das, was Mose angesagt hat, sich entsprechend im großen Volk, was ja eine enorme Größe gehabt hat, sich verbreitet hat. Wie gesagt, kein Livestream, aber vielleicht ein Wüstenstream. Und während sich Bezaleel und Oholiab sich eben um das Thumbnail am Stiftshütte gekümmert haben, haben sich die begabten Frauen um die Nähkünste gekümmert, haben kostbare Materialien zur Verfügung gestellt und so
wurde der Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, Stück für Stück erfüllt, die Stiftshütte anzufertigen. Der Stiftshüttebau im Alten Testament gibt uns einen kleinen Vorgeschmack, wofür Gott im Neuen Testament die Gemeinde begabt hat, nämlich um seine Gemeinde, sein Reich zu bauen. Auch da gibt es unterschiedliche Gaben, die wir finden können. Und da ist jetzt, wie gesagt, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man ein williges Herz hat, dass man die Bereitschaft auch zur verbindlichen Mitarbeit hat. Wenn man ein Christ ist, dann ist es soll es ein Herzensanliegen sein, auch zu einer festen Gemeinde vor Ort zu gehören, um dort sich gebrauchen zu lassen mit seinen Gaben. Und wenn wir jetzt zu den neuen testamentlichen Gaben kommen, finden wir vier klassische Bibelstellen, die von den sogenannten Geistesgaben sprechen. Wir sehen sie hier einmal aufgelistet, Epheser 4, Römer 12, dann 1. Korinther 12 und 1. Petrus 4. Und diese beschreiben die Kategorien, kurz den Baukasten der Gemeinde, der praktischen Mitarbeit im Reich Gottes. Alle vier Stellen belegen die folgenden drei Tatsachen. Nämlich erstens, die Gaben sind von Gott, die Gaben sind für Gott, zweitens, und drittens, die Gaben sind für die Menschen, mit Menschen bzw. für die Gemeinde. Und das habe ich einmal hier noch aufgedröselt vom Beispiel 1. Petrus 4, 10 bis 11. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Sie kommen von Gott. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, dann heißt es weiter, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gaben sind für Gott, heißt es hier. Und dann hier am Anfang nochmal, die Gaben sind für die Gemeinde. Und man kann diese Gaben, die wir jetzt in diesen vier bereits genannten Stellen, auch noch gleich ein bisschen clustern und zusammenfassen. Eine Gabe liegt ja in der Regel dann vor, wenn sie gerne zur Ehre Gottes gemacht wird und zum Nutzen des Umfeldes. Die Bibel erläutert nicht die einzelnen Gaben jetzt explizit näher, sondern sie nennt Prinzipien, so Oberbegriffe könnte man sagen. Und darüber hinaus begrenzt die Bibel die Gaben auch in gewisser Weise ab. Zum Beispiel heißt es, dass Lehre in der Gemeinde den Männern vorbehalten ist und Frauen natürlich auch im Kindergottesdienst oder Frauen an Frauen auch lehren können. Aber es da zum Beispiel, obwohl Mann und Frau vor Gott gleichwertig sind, sie doch nicht gleichartig sind, sondern unterschiedliche Aufgaben zugewiesen bekommen. Und hier haben wir eine weitere Übersicht, die jetzt diese vier Stellen einmal herausnimmt, die vier Listen der geistlichen Gaben. Wir finden ganz Unterschiedliches hier zusammengefasst. Wir finden Propheten, Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer, Weissagungen, Dienst, Lehre, Ermahnung, Geben, Vorstehen, Barmherzigkeit üben, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wunderkräfte, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede, Auslegung der Sprache, Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Heilung, Sprachenredner, Ausleger und im Petrus nochmal den Dienst und das Reden. In folgender Tabelle ist das nochmal ein bisschen anders aufgelistet. Hier haben wir auch nochmal alle vier Stellen quasi verwertet und ein bisschen besser nochmal kategorisiert, um eine Übersicht zu kriegen, was denn im Neuen Testament an Gaben hier jeweils gemeint werden. Wir finden das jetzt hier einmal aufgelistet, einmal nach Wundergaben, nach den sogenannten spektakulären Gaben. Und einmal die dienende Gaben. Die Wundergaben, die wir übrigens in dieser Einheit nicht behandeln werden, dafür gibt es noch eine weitere Einheit, die darauf folgen wird. Zu den Wundergaben gehören die Zeichen- und Offenbarungsgaben. Und wir sehen hier die einzelnen, da gehört die Apostel, Wunder, Heilung, Sprachenrede, Prophetie, auch Weisheit und Erkenntnis insofern, wenn es mit Visionen zu tun hat, Auslegung von Sprachenrede. Und wie gesagt, diesen ganzen Aspekt, was es damit auf sich hat und werden wir uns beim nächsten Mal nochmal näher anschauen und auch kritisch mit auseinandersetzen. Wir gucken uns heute die Dienengaben an. Redegaben, Dienstgaben. Zu Redegaben gehören Predigten, das Lehren, das Ermahnen, das Leiten, das ja im gewissen Sinne auch das Verwalten, der Glaube, Unterscheidung der Geister, Evangelisation, Hirten- und Lehrdienst. Und bei den Dienstgaben das Geben, Barmherzigkeit üben, Dienen und Hilfeleistungen. Beim Werkzeugkasten schauen wir uns jetzt diese
beiden Teile einmal an, die Redegabe und auch die Dienstgabe. Den ersten Teil, wie gesagt, gibt es in einem gesonderten Teil. Wir schauen uns im Folgenden einmal erstmal die Redegabe an. Zu der Redegabe gehört ganz Unterschiedliches. Und Achtung, die Bibel ruft uns auf, dass alle Christen zum Zeugnis aufgerufen sind, dass wir Jesus Christus bekennen. Aber so sehr die Bibel alle aufruft, gibt es doch andere, die da besonders mehr begabt sind. Und Achtung, ohne Punkt und Komma reden heißt nicht unbedingt, dass man die Redegabe hat, sondern die Redegabe heißt, dass man sehr wohl von Menschen reden kann, aber die Sache auch auf den Punkt bringt und sozusagen eine Botschaft rüberbringen kann. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann ein Predigt- oder Lehrdienst im Kindergottesdienst sein. Das kann eine Gebetsstundenandacht sein, eine Jugendstunde oder ein Predigtdienst oder eben auch einen Frauenkreis leiten. Und dieser Rededienst ist nicht einfach so, dass er dann plötzlich so da ist. Das braucht auch Arbeit. Wiewohl der Heilige Geist uns ausrüstet, hängt doch sehr wohl auch ein williges Herz mit, ja, im Zusammenhang damit, dass wir uns mit beschäftigen, dass wo eine Redegabe oder auch ja, eine Lehrgabe vorhanden ist, dass das mit Arbeit verbunden ist, aber dass es eben ein Herzensanliegen ist, dieses Anliegen zu suchen oder beziehungsweise sich damit zu beschäftigen. Und neben dieser Predigt- und Lehraufgabe gibt es ja auch den Hirtendienst, den Evangelisationsdienst. Wir sind alle dazu gerufen, dass wir den Menschen das Evangelium mitteilen, dass wir es ihnen bekannt machen. Aber da gibt es manche, die doch mal auch eine Straßenpredigt halten, wo es doch so manchen Mut auch zu braucht oder Menschen einfach auf der Straße oder in der Bahn plötzlich ansprechen, was ein anderer vielleicht nicht sofort kann. Und da kann man zum Beispiel auch sagen, liegt eine Gabe vor. Es kann eine Gabe sein, wenn jemand besonders Ermahnung aussprechen kann, eine Ermahnung oder auch eine Ermutigung, sodass es auf der einen Seite den wunden Punkt einer Sache anspricht, aber es doch in einer liebevollen Weise geschieht, sodass der andere es einfach auch ja, so annehmen kann und dass er sich gleich überrumpelt fühlt. Eine Gabe kann vorliegen, wenn das einfach auch besonders zusammenhängt mit seelsorgerlichen Gesprächen. Ja, brenzliche Situationen, die man plötzlich angehen muss und aufklären muss. Sachverhältnisse so verstehen, dass man sie im Zeitgeschehen dann aber auch wiederum im Licht der Bibel richtig deuten kann. Auch das gehört mit oder kann mit zu einer Redegabe gehören. Zur Redegabe kann auch gehören, einfach ja, jemanden besuchen und wirklich ihm in Gottes Wort zu unterweisen und ihm Mut zu sprechen, wenn er jetzt zum Beispiel in einer Krankheitsphase ist und wirklich vielleicht auch ja, seelisch sehr starke Belastung hat. Auch das kann eine Redegabe sein. Und da kommen wir an dieser Stelle jetzt schon zur Dienstgabe. Dienen, geben, Barmherzigkeit üben. Im gewissen Sinne gehört hier auch diese besondere Gabe des Glaubens dazu. Ich habe vorhin schon gesagt, dass sie eigentlich auch zur Redegabe dazu gehört. Von Georg Müller wird gesagt, dass er, als er das Waisenhaus und im Übrigen nicht nur er, auch bei August Hermann Franke, der ja auch mit sich um Kinder sehr gesorgt und gekümmert hat. Das waren Männer gewesen, Männer des Glaubens, aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, die aber von Gott mit einer besonderen Gabe des Glaubens begabt wurden, dass sie aus nichts alles von Gott erwartet haben und so reich beschenkt wurden, dass sie Häuser gebaut haben, dass sie viele Kinder versorgt und unterwiesen haben. Auch das ist eine Gabe, ja, des Glaubens, wo zum einen mit Sicherheit die Redegabe dazu gehört. Man muss sowas erstmal dem vorstehen können, unterweisen können, zum anderen aber auch die Dienstgabe. Und Achtung, wenn ich jetzt zur Dienstgabe komme, wir sollen alle dienen. Wir sollen dem Vorbild Jesu Christi folgen. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Aber es gibt dann besondere, die doch auch nochmal einen besonderen Dienst haben, eine besondere Freude daran haben, den Besuchsdienst auszuführen, gastfreundlich zu sein, einfach das Haus auch zu öffnen, den Putzdienst gerne zu machen, Musikdienst, den Begrüßungsdienst, also Technikdienst, die Küche, die einen Dienst braucht, nicht nur beim Kochen, auch beim Aufräumen. Oder der Büchertischdienst oder da ist der Design, dann der Website-Dienst. Das sind nur ein paar Dinge, die ich jetzt hier zusammenfasse. Und das Wichtigste dabei ist stets, dass der Dienst mit den Gaben mit einem willigen Herz geschieht. Gott will nicht einfach nur, dass wir äußerlich eine Zeremonie abhalten, ohne dass unser Herz mit dabei ist. Natürlich gibt es gewisse Aufgaben, die mal lieber und auch mal nicht lieber gemacht werden. Aber wenn es manchmal Überwindung braucht, wollen wir uns immer wieder das Anliegen vor Augen halten, wem wir dienen. Dem König aller Könige. Und lasst uns den Herrn immer wieder darum bitten, dass er uns diese richtige Herzenshaltung schenkt in den Aufgaben, wo wir stehen. Und es ist ein enormes Vorrecht, dem König
der Könige zu dienen. Wenn du jetzt aber nicht sicher bist, was genau deine Gabe bzw. Aufgabe ist, dann möchte ich dir einmal folgendes Vorgehen vorschlagen. Zum einen mache dir bewusst, ob du die wichtigste Gabe hast. Das heißt in einem Lied mal so schön, es sind der Gaben auf Erden viel, nur Jesus haben führt uns zum Ziel. Hast du die wichtigste Gabe in deinem Leben, Jesus Christus und das ewige Leben? Weiter, schließe dich einer verbindlichen, bibeltreuen Gemeinde an, die Gottes Wort und Wahrheit ernst nimmt und biblischen Gemeindebau verfolgen möchte. Denn dann kannst du dich auch dort in das Reich Gottes investieren. Fang an, Gott im Gebet zu fragen, was konkret deine Gabe, deine Aufgabe ist. Lies intensiv in der Bibel nach, um Gottes Wort besser zu verstehen, was die Gaben betrifft. Frage reife Christen, die dich gut kennen, wo sie Gaben in deinem Leben sehen. Aber ganz wichtig in all dem ist auch, bleib nicht einfach nur beim Fragen und Suchen, sondern fang an. Setze dabei deine Frustrationsgrenze hoch. Schau, was du hast, was andere nicht haben, was du kannst, was andere vielleicht nicht können. Und wenn du meinst, dass es da nichts gibt, dann fang etwas Neues an. Fang klein an. Backe einen Kuchen. Mach anderen damit eine Freude. Lerne ein Instrument. Lerne eine Sprache. Hilf anderen, wenn du eine Sprache schon kannst, eine Sprache zu lernen. Hilf beim Übersetzen. Schreib ein Lied. Schreib eine Andacht für Kinder. Fang an, ein Interesse für Technik zu entwickeln oder frag bei einem Ehepaar der Gemeinde nach, ob du ihre Kinder hüten kannst, auf sie aufpassen kannst und sie so entlasten kannst. Wenn du einen Bauer in der Gemeinde hast, frag, ob du ihm bei seinen Kühen, beim Melken helfen kannst. Ne? Martin Luther sagte einmal, eine Magd kann eine Kuh zur Ehre Gottes melken. Das ist doch mal ein Statement. Es gibt bei uns in der Gemeinde BEG Insight. Das ist eine Veranstaltung, die ab und zu stattfindet, auch jetzt, kommenden Sonntag übrigens stattfindet, zwischen den Gottesdiensten. Und dort werden unterschiedliche Dienste vorgestellt. Eine herzliche Einladung an dieser Stelle, dazu auch zu kommen und zwischen den Gottesdiensten sich das anzuhören, was für Dienste vorgestellt werden. Dort werden Dienste vorgestellt und zum einen, wie diese Dienste ablaufen, aber auch wo an der einen oder anderen Stelle man sich auch noch einbringen kann. Auch das kann ein gewisser Ansteckungsmoment haben, dass man seinen Platz findet. Im Engagement und im Einsatz wirst du, wenn du dich an eine Sache dann begibst, aber auch merken, welcher Dienst der deinige ist. Und dann kann es auch mal dazu hören, dass man mal den Dienst wechselt, wenn man merkt, okay, das ist doch nicht so ganz mein Ding, möchte ich doch lieber etwas anderes ausprobieren. Auch das soll möglich sein. Und wenn du nochmal einen Ansporn haben möchtest, es gibt ein schönes Buch von Kevin DeYoung, Leg einfach los. Ein befreiender Weg, Gottes Wille zu entdecken. Und diesen Titel, Leg einfach los, das Buch zum einen, aber auch den Titel möchte ich dir einfach ans Herz legen und sagen, fang an, fang im Kleinen an. Und wenn du anfängst, lass dich auch noch durch folgende Punkte ermutigen und eben an die richtige Gebrauchsanweisung der Gaben erinnern. Zum einen nämlich, wenn wir einen Dienst haben, einen Dienst suchen und dann haben, dann sollen wir die Priorität beachten. Paulus sagt einmal zu den Korinthern, 2. Korinther 8, 5, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, hier geht es um eine Geldspende, sondern sich selbst gaben sie hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Gib dich Gott hin und gib dich dann der Gemeinde hin. Und bei all den Gaben, die du vielleicht auch hast oder auch entwickelst, versuche deine Stärken auch auszubauen, nicht alles gleichzeitig. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Wir sollen treu im Kleinen sein. Lukas 16, Vers 10, dort heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten treu ist, im Kleinen, der ist auch im Großen treu. Und eine weitere Stelle als eine Ermutigung für einen ersten Schritt, wenn du vielleicht zitterst vor einer Sache, die du angehen möchtest, nimm Sacharja 4, Vers 10 mit. Dort heißt es, wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Weißt du, von einem lieben Bruder, der sich auch eine neue Gabe quasi angeeignet hat, dadurch, dass er einfach eine Freude daran hatte, plötzlich Klavier zu spielen und immer eifriger trainiert hat und das wirklich zur Ehre Gottes gut kann. Also fang etwas an und verachte nicht den Tag geringer Anfänge. Dann hier nochmal diese Erinnerung daran, keiner kann alles. Und da wäre eine interessante Stelle. Da schreibt nämlich Paulus an die Korinther in Kapitel 12, da sagt er quasi nochmal diese Definition, dass keiner alles kann. Was sagt er hier? Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
Denn, und jetzt fängt er an, das weiter aufzulisten, denn der Fuß, wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Ohr? Und wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn zum Beispiel? Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur ein Leib, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf kann nicht zu dem Fuß sagen, ich brauche euch nicht. Eine Beschreibung davon, dass die Gemeinde aus unterschiedlichen Menschen besteht, die einander brauchen und zusammengefügt werden zum Nutzen der anderen. Ja, und dann haben wir noch eins, dass wir unsere Dienste in Demut tun. Kolosser 3, Vers 12 erinnert uns daran, die richtige Herzenshaltung zu haben. Und es heißt, zieht nun an Gottes als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, muss noch eine wichtige Sache gesagt werden. Wenn jemand Dienst tut, dann gibt es Dienste, die besser gesehen werden, manche, die weniger gut gesehen werden. Und da gibt es Momente, wo man vielleicht auch dann versucht wird zu denken, Mensch, dem seinen Dienst sieht man mehr. Sowas könnte ich auch gerne, ich kann es nicht, deshalb bin ich neidisch. Das denken wir vielleicht nicht so direkt, das sagen wir vielleicht nicht so direkt, aber dann kann das in einem mal hochkommen, wo der andere plötzlich höher steht als einer und neidisch werden. Werde nicht neidisch. Neid ist nach Markus 15, Vers 10 ein Grund gewesen, warum Jesus gekreuzigt wurde. Aus Neid hatten sie ihm ausgeliefert. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst und deshalb den Neid fliehen. Und wenn ein Neid hochkommt, dann fang an, für diese Person, auf die du jetzt vielleicht momentan neidisch bist, zu beten und Gott darum zu bitten, dass Gott sie weiter segnet. Und du wirst merken, dass dein Herz an dieser Stelle von Gott auch weiter verändert wird, indem du anderen Gutes wünschst. Es gäbe mit Sicherheit eine ganze Menge noch zu diesem Thema zu sagen. Ich möchte es aber jetzt hierbei belassen. Beziehungsweise wir wollen ein Komma setzen. Und Komma heißt in der deutschen Umgangssprache ja eigentlich, komm nochmal. Also Komma, nochmal vorbei, nächste Woche. Nämlich es geht noch weiter mit diesem Thema. Ich habe schon gesagt, wir haben jetzt hier die Rede und die Dienstgaben mal besprochen und wie unterschiedlich sie auch angewandt werden können. Was wir nächste Woche machen werden, beim nächsten Mal, wir werden uns die spektakulären Geistesgaben anschauen. Es wird also eine spektakuläre Jugendstunde, in der wir die Bibel untersuchen möchten, was genau es mit den spektakulären Geistesgaben auf sich hat. Gibt es sie überhaupt noch? Was genau waren sie? Was genau sagt die Bibel dazu? Und wenn dich das interessiert, einfach nächste Woche mit einschalten. Schließlich möchte ich aber noch mit einer Anekdote schließen, die ganz gut am Schluss passt und uns an die richtige Herzenshaltung erinnert. In Jesaja 10, Vers 15 wird uns die Herzenshaltung in unserem Dienst vor Augen gestellt. Dieser Bibelvers enthält den Slogan, den sich jedes Gemeindeglied, jedes Werkzeug im Reich Gottes, in welchem Dienst es auch steht, groß auf die Stirn schreiben sollte. Denn es steht dort, rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt. Als ob die Rute den erhöht oder erhöbe, der kein Holz ist. Und dazu eine Anekdote. Es ist still geworden in der Tischlerwerkstatt. In der Werkstatt Gottes. Es ist still geworden in der Tischlerwerkstatt. Feierabend. Der Geruch von Leim, frischen Sägespänen und Holz liegt noch in der Luft. Doch was ist das? Wer spricht dort? Es sind die Werkzeuge. Wirklich gut habe ich das gemacht, sagt die Säge mit scharfer Stimme. Ha, wie ich mich durchs Holz gefräst habe, eine schnurgerade Schnitt. Der Fensterrahmen dort ist mein Werk. Brrr, hört man die Bohrmaschine aufgebracht, dazwischen brummen. Ohne mich wäre daraus aber nur ein Brett geworden. Wer außer mir hat die Zapfen gesetzt, die Nut gefräst, die... Ich will mich ja nicht an euch reiben, hobelt der Hobel, ärgerlich. Aber du kommst doch erst nach mir dran, schließlich habe doch ich für die glatte Fläche gesorgt und außerdem, weiter kommt er nicht, nun wollen auch die ganzen anderen Werkzeuge ran und schweigen nicht.
Nur keine krumme Touren, ruft der rechte Winkel. Die Feile knirscht mit den Zähnen, der Schraubenzieher verdreht sich vor Aufregung fast den Hals und die Nägel rasseln empört in ihrer Kiste. Was wärt ihr anderen alle ohne mich? Schreit alles durcheinander. Was wärt ihr ohne mich? Schließlich ging die Tür auf. Der Meister kam vorbei, hörte diesen Lärm, wollte nach dem Rechten sehen und da verstummte das ganze Werkzeug. Die Lackfarbe, die eben noch erbost in ihrem Topf herumgluckerte, errötete leicht und flüsterte: Ohne die Hand des Meisters sind und können wir alle nichts. Paul Gerhardt schrieb einmal: Wer sind wir doch? Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erde, das uns, o Vater, nicht von dir allein gegeben wird? Herr Jesus Christus, danke schön, dass du die Gemeinde geschaffen hast. Und danke, großer Gott und Vater, dass du der Geber aller guten Gabe bist. Dass du uns Menschen die Gabe des ewigen Lebens schenkst in deinem geliebten Sohn. Aber Herr, dass du uns dann auch deinen Heiligen Geist schenkst, dass er uns ausrüstet, dass er uns ja die richtigen Gaben auch schenkt. Und da, wo mancher vielleicht meint, dass er gar nichts hat, so heißt es doch im Korintherbrief einmal, dass die weniger Begabten von dir umso höhere Ehre auch geachtet werden, um einen Ausgleich zu schaffen. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns zum einen die Gaben zeigst, wo sie noch nicht klar sind, dass du uns eine Freude auch schenkst, in deinem Reich gerne zu dienen und dass du uns immer wieder daran erinnerst, was für ein Vorrecht es ist, dem Schöpfer des Universums dienen zu dürfen, hier schon auf dieser Erde. Und dass du einem jeden dann auch seinen Platz zeigst und erkennen lässt, wo und wie du ihn gebrauchen möchtest. Danke, Herr, dass du das Unmögliche möglich machen kannst und dass wir in dir den besten Meister haben. Du guter, treuer Herr. Amen.